Also dann möchte ich euch auf jeden Fall einmal alle zusammen herzlich willkommen in dem neuen Projekt Your Way begrüßen heißen. Ja, oder so. Entschuldigung, ich bin auch ein bisschen nervös. Das Projekt und so. Ich möchte mich in aller Linie erstmal bei euch allen bedanken, dass ihr euch freiwillig gemeldet habt, bei der Projektidee mitzuwirken, eure Ideen mit einzubringen. Das Ganze war auch schon sehr abenteuerlich und dass ihr so viel Geduld mit mir hattet. Danke, danke. Gerne. Dann möchte ich mich auch beim lieben Mine bedanken, dass er technisch uns unterstützt und auch mit da ist, wenn was sein sollte. Habt ihr ja schon gemerkt mit den Blumenkörben oben. Na, dann einmal bei meinem kleinen Bauteam bei der Sky und beim lieben Chris, der jetzt hier nicht mitspielt, aber halt mit beim Bauen mitgeholfen hat. Ich hoffe, dass wir alle sehr viel Spaß haben werden und nicht zu schnell sterben, dass wir lange Freude an dem Projekt haben. Ich glaube, das hat sich jeder als Ziel vorgenommen. Vielleicht für unsere Zuschauer vielleicht nochmal, warum das Ganze Your Way heißt. Your Way steht ja im Deutschen auf deinen Weg. Dein Weg durch Minecraft Hardcore, dein Weg, dieses Spiel durchzuspielen. Ne? Und das Besondere an dem Projekt ist halt, wie ihr auch schon wisst, die Zuschauer nur halt noch nicht, dass ihr halt alle ein Buch nachher aus diesem süßen Werfer euch nachher alle holen werdet mit 11 Aufgaben. 10 Aufgaben sind gleich, die 11. ist bei jedem unterschiedlich und ich muss ehrlich zugeben, ich möchte nicht alle Aufgaben machen müssen, die sind nicht unbedingt so toll. Aber sie sind sehr lustig. Also ich habe versucht darauf zu achten, dass sie nicht so lebenstötend sind. Ja, nicht. Alles klar. Nicht. Ganz doll wichtig ist, wir haben noch einen Unterstützer im Hintergrund. Der ist nachher in dem kleinen Verkaufslädchen dort vorne, wenn ihr rausgeht, rechts rum. Einmal den lieben Gernot. Der hat sich bereit erklärt, uns einmal zu unterstützen. Dort könnt ihr Totems kaufen, als auch verkaufen, wie ihr lustig seid. Ach ja, für die Zuschauer vielleicht noch, also wir haben das Ganze so ein bisschen geregelt, damit ihr Zuschauer auch nichts verpasst, dass der Server 24/7 offen ist. Jeder kann rein, so wie er Zeit hat, wie er schafft. Kein Zeitlimit, wann der Server komplett, also wann das Projekt endet. Das heißt, alles ganz entspannt für jeden von euch, für die Zuschauer. Was halt schön wäre, hatten wir ja auch so schon abgesprochen, wenn ihr spielt und ihr seid nicht live, wäre es ganz lieb, wenn ihr es aufnehmen würdet, damit die Zuschauer nichts passieren, ist nur eine Empfehlung, hatten wir aber auch schon drüber gesprochen. Ich glaube, ich habe eigentlich alles soweit gesagt, was ich sagen wollte. Das heißt, ich habe schon ziemlich viel gequatscht und würde uns eigentlich viel Spaß wünschen und den lieben Mine einmal bitten, den Hopper freizugeben, dass wir erstmal alles ziehen können. Der Erste darf, der möchte. Ach ja, eine Sache fällt mir gerade noch ein, aber es darf trotzdem schon. Ich empfehle die Aufgabe vielleicht nicht vorzulesen, wegen der 11. Aufgabe, besonders da es empfehlenswert sein kann, dass das nicht jeder weiß, wer was hat. Der arme Kerl. Oh nein! Oh, was war das denn? Wenn das mal überlaufen soll! Johnny! Boah, das ist. Das war eigentlich ein kleiner, nett gemeinter Gag, aber anscheinend hat Domi den Honor getötet. Mal hinter euch, die Tür ist schon offen. Ich hoffe, der Tag ist dead.
Ihr dürft also auf alle die Freiheit entlassen werden. Yay, was denn hier wir sind frei! Naja, Freiheit, das kann man so oder so sehen. Wir sind also erstmal alle ein bisschen losgelaufen, haben ein bisschen das kleine Dorf erkundet. Ich bin zu dem Gernot hin und hab mal geguckt, was er denn so anbietet. Ah, es gibt bei ihm Totems und wir können Totems verkaufen. Genau das wurde uns ja auch schon gesagt. Aber wir sind dann erstmal losgezogen und haben uns versucht, die Grundtools ranzuschaffen. Also, das heißt, Bäume fällen, Essen besorgen, Stein abbauen für die ersten Steintools. Ich habe mir also erstmal eine Holzspitzhacke gemacht und habe mir einen Punkt gesucht, wo ich dann auch ein bisschen Stein abbauen kann. Was ich dann auch in genügender Menge erstmal getan habe. Und ein bisschen Kohle brauchte ich ja auch. Und da habe ich Kohle gesehen. Die wollte ich haben. Wie man sehen kann, wartete dort schon ein Kuschelfreund, der aber Gott sei Dank nicht zu mir rüber konnte. Doch was dann geschah? Autsch! Aua! Aua! Lass das! Und ich habe nichts zu essen. Aua! Au, nur ein Herz. Meine erste Nahtoderfahrung. Nachdem ich mich wieder geheilt hatte und unsere Wege uns ein bisschen getrennt hatten, bin ich alleine losgezogen, um mir dort noch ein bisschen Kohle und das Eisen dort oben zu snacken. Und da kommt ein Fan angelaufen. Bringt der mir was Nettes? Aua! Nee, lass das! Geh mal weg! So, hier kommst du nicht hoch. Das ist meine Kohle. Die nehme ich jetzt mit. Na, und zur Sicherheit mache ich da noch ein paar Blöcke weg, dass du mir nicht irgendwie von andersrum mich irgendwie anfallen kannst. Tja, da stehst du jetzt da unten und kannst nicht anders. Hehehe. Und da oben ist Eisen, das möchte ich auch noch haben. Also habe ich mich da hochgesteckt und mir das Eisen gesnackt. Oh, das ist nur eins. Aber eins reicht für eine Spitzhacke. Quatsch. Aber eins reicht für ein Schild. Ein Schild wäre was Feines, so ein bisschen zum Schutz. Und so habe ich mir gedacht, ich stelle den Ofen auf, stecke das Eisen da rein, pack meine Werkbank aus. Nur um dann festzustellen, ich habe gar kein Holz mehr. Mist. Gut, Eisen wird durchgebraten. Ein bisschen Fleisch hatte ich noch, das habe ich auch gleich mit durchgebraten.
während der Fan dort unten lauert. Er scheint sein Interesse zu verlieren. Er trollt sich um die Ecke. Das ist die Gelegenheit für mich runterzukommen. Na, ja, er ist nicht mehr da. Gehen wir mal vorsichtig weiter. Oh, da kommt er wieder. Wie aufdringlich ist der Kerl. Na warte, es kommt zum epischen Fight. Und ich habe seine Schuhe jetzt. Ich bin dann weitergelaufen und dann fand ich schon mein erstes Dorf. Allerdings musste ich feststellen, dass vor mir schon jemand in dem Dorf war. Den Eisengolem habe ich jedenfalls mitgenommen. Habe ich ein bisschen klein gehackt, in die Tasche gepackt. Nochmal in die Häuser geguckt, ob vielleicht was vergessen worden ist. Das war leider nicht der Fall. Ich habe auch noch mal auf die Felder geguckt, ob dort vielleicht ein bisschen Gemüse reif ist, welches ich ernten könnte. Aber dem war auch nicht so. Und so bin ich dann meiner Wege gezogen. Weiter in die Weiten dieser Welt. Diese zu erkunden, meinen Weg zu finden. Der Weg ist das Ziel. Wenn euch das kleine Video gefallen hat, freut es mich, wenn ihr ein Like und ein Abo dalasst. Und über einen Kommentar würde ich mich auch sehr freuen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!